Kommen wir zum Ambiente-Video vom neuen facegelifteten Renault Clio 2023. Und wie ihr schon seht, Hammer Ambiente-Video. Also das, die Linie, was beleuchtet ist, das war es dann auch schon. Ja. 10 Zoll Display. Wir haben die Esprit Alpine Variante, da ist alles mit dabei. Hier das 13 Zoll Display, 9,3 Zoll Display. Ansonsten haben wir jeweils 7 Zoll. Fenster hier was noch beleuchtet. Oben natürlich SOS etc. Und hier hinten Fenster hier sind auch beleuchtet. Oh. Aber ansonsten ist damit Ambiente nicht wirklich viel, ne? Das heißt, sogenannte Multisense mit Ambientebeleuchtung. Aber was wir haben, also wenn wir noch die elektrischen Fenster hier, Außenspiegel beleuchtet, das Lenkrad beleuchtet, ist klar. Das Display, das finde ich schon cool. Das hier auch. Und dann hier unten halt noch Auto holen und so, aber das war's dann schon. Aber ich finde, es sieht schön aus, muss man sagen. Was man jetzt natürlich noch machen kann, ist, wir können das verstellen. Wir gehen auf Home, Menü. So, und dann können wir hier bei Einstellungen, Multisense, können wir zum Beispiel hier auf Konfigurator gehen. Dann haben wir hier Kombi-Instrument. Dann können wir das sieht schön aus, das zeige ich schön. Und dann können wir das ein bisschen verändern hier. Zack, Öko-Modus, Regular. Das sieht dann so aus. Achtung, ja, das kommt schon ganz cool. Dann Sport. Da haben wir unseren Mittelkreis. Ja, aber das ist auch edel. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und ansonsten, so, um jetzt die Farben einzustellen, müsst ihr, wenn es mal scharf wird hier, so, hier Multisense-Schalter. Sieht schon richtig cool aus. Und dann auf Konfigurator. Und dann seht ihr hier Beleuchtung. Und dann habt ihr hier eure ganzen Farben. Dann könnt ihr auch dunkler machen, heller 100%. Und dann kann man hier weiß. Dann verändert sich auch im Display das. Achtung, weiß in der Mitte, blau. Dann wird es grün. Dann wird auch hier oben der Schriftzug farblich angepasst. Dann ist jetzt hier unten, dann wird es lila, blau, orange, gelb, ja, grün. Kennt man das so ein bisschen? Ja. Also so kann man das hier alles verändern. Aber das war es dann auch schon. Ne? So gemacht, das ist cool grafisch, aber da hätten sie ein, zwei Linien in den Türen vielleicht dazu machen können. Dann wäre das für mich eine gescheite Ambientebeleuchtung. Aber immerhin haben wir es ja schon mal so. Trotzdem ist es ein cooles Auto. Schaut euch das Hauptreview an. Beschleunigungsvideo, Assistenzsystemvideo, LED-Nachtfahrlichtvideo, Verbrauchsvideo, Einstellvideo, System etc. Haben alles für euch gemacht, dass ihr euch das Auto schön virtuell anschauen könnt. Und dann nochmal vielen Dank ans Auto aus Lorin Ostelsheim für dieses tolle Testwägele. Macht's gut!